Mit dem Profi-Arbeitskreis bestärkt Bioswiss Bäuerinnen und Bauern in einer nachhaltigen Tierhaltung. Für uns als Verband ist es besonders wichtig, dass wir die Eigeninitiativen und die Vernetzung unter den Bauern fördern. Teilnehmer sollen aus den Arbeitskreistreffen Wissen mitnehmen, wo sie und ihren Betrieb weiterbringt. Wir sind hier im Arbeitskreis in der Schweiz, bei Moswin und beim Franzi Betscher, im Muttital hinten. Und ja, vom Arbeitskreis Schweiz ist bereits schon das 8. Treffen. Wir haben 15 Hektar Land, wir haben 20 original braune Kühe, wir haben immer einen Zuchtstier. Homöopathisch machen wir seit 8-9 Jahren und haben positive Erfahrungen können machen und dadurch das Vertrauen bekommen für die Homöopathie. Und haben uns jetzt so immer ein bisschen probiert weiterzubilden. Und jetzt eben mit dem Arbeitskreis kann man die Sachen schön austauschen. Oder wenn man nicht weiterkommt, läutet man etwa einen Kollegen vom Arbeitskreis, als man wieder weiterkommt. Das Projekt ist ja eigentlich schon von Bioswiss gekommen. Das ist aufgestartet so mit Stallvisiten und dann eben nachher so die Gründung von einem Arbeitskreis. Und wir können da immer zurückgreifen auf die Zwiebel oder auf Bioswiss, wenn wir Probleme haben. Aber sonst sind wir eigentlich recht autonom, was wir machen. Das Thema haben wir heute eigentlich das Jahresziel, das sie festgelegt haben, möchten wir weiterverfolgen. Wir haben eben ein Jahresziel gehabt, dass wir alle Zeltzahlen senken, mindestens 10%. Und das ist eigentlich, das hat recht gut geklappt. Also ist vielleicht auch Glück dabei gewesen, aber ich habe also viel mitgenommen von anderen und dann auch stur umgesetzt. Also jedes Mal, wenn wir Treffen haben, komme ich so wieder so einen Motivationsschub über und dann tue ich das auch umsetzen. Und von dem her denke ich schon, dass es etwas bringt. Im Kreis haben wir sicher diskutiert, was jeder für Varianten hat, oder? Wie zum Beispiel Trockenstellen oder auch wenn es ums Melken geht, das macht jeder wieder Details ein bisschen anders. Und so tut man sich selber manchmal hinterfragen, wie mache ich das eigentlich, weil man kommt in so eine Routine rein und überlegt gar nicht mehr gross, wenn man es überhaupt macht. Also das neue Jahresziel ist ja antibiotikafrei zu sein und das habe ich persönlich schon lange bei mir als Ziel definiert. Also im Notfall tun wir selbstverständlich schon Antibiotika einsetzen. Aber also ich bin erstaunt, wie viel Antibiotika man weglassen kann. Vorher habe ich, sage ich jetzt, praktisch jeder Gaucho zu getan. Aber jetzt seitdem, dass ich Lifestyle habe, dass dem Arbeitsfeld bin ich jetzt wirklich, sage ich jetzt, ich habe davor ein bisschen angefangen, aber jetzt ein Jahr Antibiotika frei habe ich das können durchziehen. Also ich kann viel profitieren, sage ich jetzt, von dem Arbeitskreis. Wenn ich etwas habe oder nicht gerade weiss, dann leite ich einem Meiri an. Weil der ist, also ich sage, der ist der Stärkste, sage ich jetzt. So habe ich jetzt das Gefühl. Also es ist schon spannend, wenn man das Wissen weitergeben kann und dann merkt man dann mit der Zeit, dass die anderen dann auch zugehen, dass sie etwas wissen und dann so einander kann ergänzen. Und auch wenn man so gewisse Erfahrung hat halt in der Homöopathie, man liest schon noch viel auf auch von der anderen und Möglichkeiten, die es gibt. Und das muss ja nicht nur immer Homöopathie sein, es kann auch irgendwie Hautmittel sein oder eben so Trickli und so. Der Arbeitskreis, ja, das ist wichtig, dass er funktioniert, ist sicher, dass das Vertrauen da ist untereinander, dass die Gruppe eigentlich immer die gleiche ist und dass man auch, was man erzählt, dass es auch im Kreis innen bleibt, das, ja, das gehört einfach unter das Vertrauen, finde ich, ist etwas vom Wichtigsten. Ja, am Anfang ist es nicht so einfach, man muss sich ein bisschen kennenlernen, oder? Wir sind ja voll zusammengewürfelte Gruppe und ich habe die Leute nicht gekannt, also einmal die meisten nicht vorher. Man hat sich auch mal gemolde, weil man denkt, ja, geh erst schauen, man kann ja wieder hören, wenn es ein Seich ist. Also ja, am Anfang denkt man sich, ich will denen auch nicht alles erzählen. Aber mit der Zeit, ja, merkt man, dass es wirklich interessant ist und dass es einem gut tut. Also die Voraussetzung ist schon, dass alle ein bisschen gleichgesinnt sind und
dass auch ein bisschen offen, also als Person schon ein bisschen offen muss sein. Wenn man sonst unter den Berufskollegen ist, sind ja nicht alle die gleichen Ideen. Und darum kommen das ein kleine Detail nicht unbedingt gerade so zum Vorschein. Und die sind aber wichtig, die kleinen Details. Bioswiss hat bis jetzt über 20 Moderatoren geschult, die meisten davon Bäuerinnen und Bauern. Und die leiten die Arbeitskreise kompetent und motiviert und garantieren für einen fachlichen Austausch auf hohem Niveau. Die Moderation ist sehr wichtig. Wir haben das Gefühl, das ist gut. Und da hat das Projekt, das Profi hat das auch gut in die Wege geleitet mit dieser Moderatorenausbildung. Und das ist, das läuft, also das bringt sehr viel. Es ist einfach ein super Projekt. Das Profi allgemein.